Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, Maxi. Wir haben jetzt noch die Aufgabe, ein paar Schulden einzutreiben für Leopold Strauß. Das letzte Mal hatten wir eine Bank überfallen. Ja. Die Beute haben wir noch und meine Mitüberfaller, wie ich sie mal nenne, sind schon zum Camp zurückgeritten. Ich treibe jetzt noch schnell die Schulden ein und dann bin ich mal gespannt. Vielleicht passiert da jetzt auch noch was anderes. Denn Leopold hat gesagt, der Mann, dem er das Geld geliehen hat, der ist gestorben und jetzt sind praktisch nur noch Frau und Kind da. Und da sollen die dafür blechen. Das ist schon ein bisschen makaber. Aber okay. Wir schauen uns das einfach mal an. Wie wir das am besten machen. Und ich weiß nicht, vielleicht will die ja auch zur Bande mit dazugehören oder keine Ahnung. Ich glaube es zwar nicht, aber es kann auch sein, dass schon jemand vor uns da war. Die sind ja jetzt allein und ungeschützt. Das war der, der ein bisschen kränklich war auch. Und da bin ich echt gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass es direkt zur Mission wird. Wer sitzt dort denn? Okay, ich steig mal ab. Yo, was geht? Ist das der Sohn oder? My husband's not cold in the ground and you've come back here. Archie. Mhm. I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real das sorry ist das about Problem. The way things turned out. But he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. Warum nicht? He was good and he did good. There wasn't no choice in that. And you've as good as killed him yourself and don't kid yourself. You had a choice. Uh-huh. You speak as if killing was something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Huh. Und das ist der Sohn, oder? Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? Huh. I ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy? Uh-huh. Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Ja, Downs, richtig. Thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have uh-huh. to take your word on that. Der Kleine wird uns bestimmt noch Ärger machen. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht noch nicht jetzt, aber irgendwann kommt es vielleicht nochmal. Denn irgendeinen Sinn muss es ja jetzt gehabt haben. Diese, gerade mit Filmsequenz und so, ne? Das war ja jetzt keine Nebenmission. Das war ja doch eher so eine Hauptmission mit. Also muss es einen Grund haben, warum wir da waren. Ah, ist das schön dort, oder? Da sehnt man sich schon ein bisschen danach, aber was soll's? Ich glaube fast, wir sind nicht mehr ewig hier an diesem Punkt. Gerade wenn wir jetzt wirklich die zwei Familien ausrauben wollen, vielleicht. Irgendwie. Das wird nicht ewig mehr hier so gehen, aber das ist so ein schöner Punkt. Boah, wie viel Geld haben wir denn jetzt? Krass, dann gehe ich jetzt trotzdem erstmal zur Kasse. Weil dann müsste ja jetzt das wieder auftauchen mit Schulden bezahlen, denke ich. Dann machen wir das erst. Fossi wartet und John auch. Also ich nehme es an, dass es John ist. Wüsste nicht, wer sonst. So. Oh ne, okay. Boah, 3600, geil. Genau, Horsey ist weiter weg. Oder Hosey. Ich sage immer Horsey. Hallo Jack. Und John, schauen wir mal, ob der hier ist. Ansonsten schwingen wir uns halt wieder aufs Pferd. Und reiten zu einem von beiden. Können wir natürlich auch gleich auf die Karte schauen. Die sind beide weiter weg. Okay, Horsey ist näher dran. Was ist bei John? Steht nicht da. Kann eine Markierung setzen, aber ich glaube, ich werde zu Hosey gehen.
Also ab zum Pferd und wieder losgeritten, anstatt Arthur sich auch mal ausruhen kann, aber m-m. So nicht, so nicht. Wir haben hier ordentlich noch was zu tun. Aber der Banküberfall hat sich wirklich gelohnt. Ich meine, über 3000 Dollar haben wir jetzt. Das ist sehr schön. So, da lang geht's. Bin ich gespannt, was uns dann erwartet. Der, ich weiß gar nicht, war der bei den Braidwaters? Ich weiß gar nicht, wie die hießen. Und John bei den Grays? Ach, ich weiß nicht. Wir werden es früh genug herausfinden. Jedenfalls wird er gleich hier irgendwo dahinter auf uns warten. Wie immer, wir müssen das alles richten, was die hier verzapfen. Aber das machen wir doch gerne. Vor allem, wenn es dann ein bisschen Ballerei gibt, oder? Okay, wo ist er genau? Da. Oder? Ne, das ist er nicht. Ist jemand anders? Hallo? Wo zum Teufel kommen Sie denn her? Durfte ich da nicht hin? Ah, hier wartet er. Das ist das Anwesen. Okay. Howdy. Hallo. Hey, fellas. I have a meeting with Mrs. Braithwaite. Ah, ja. Braithwaite. My associates are already here. All right, that's enough. Ah, cool. Na, sehr schön. Das hat ja gut geklappt. Und schon sind wir drin. Jetzt ist noch Dutch aufgetaucht. Okay. Hallo, hallo, hallo. Wir können auch mit dem Pferd da rein, oder? Das wäre es gewesen. Mit dem Pferd, zack, rein in das Anwesen. Aber nein. Please come in, sir. Jetzt kommt erstmal wieder Filmsequenz. Da bin ich gespannt. This way, sir. A gentleman to see you, ma'am. Ah, so, Sean ist auch da, okay. Hello. Hello, ma'am. Guten Tag. Arthur, welcome. We're just playing cribbage. Ah. Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite. Nice to see you again. Ich will kein Cribbage spielen. So this one, he is big and as dumb as he looks. Was? Well, he's surely big, but his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks. Boah. But I think, well, he's not quite that dumb. Wie gemein. So these are the boys going to Callagher Hall? Yes, we can take care of that for you, but one hates to be coarse. There is the question of money. Uh-huh. Oh, we've got money, Mr. Matthews. Paper, bonds, metal. She ain't gonna pay you in a certified check, you Yankee numbskull. Whoa. Ain't childbirth just the most beautiful miracle? Well, Arthur. Seems a lady can birth monkeys, after all. Wie gemein. Schön gedisst. Okay, Sean weiß anscheinend, was wir machen müssen. Ich weiß es noch nicht. I'll fill you in on the way. No, I'm driving. Fine. Okay. Na, sehr schön. Wieder nicht unser Pferd. Aber was soll's. Ready? Ja. Let's get out of here. Let's get out. You was quiet in there. Took everything I had. That son of a horse. Mhm. I'll shove that silver spoon down his throat. And pull it clean out of his ass. Yeah. The smug fucker. Okay. So what she got us doing at the Grays? Echt mal, erzähl mal. She wants us to torture tobacco fields. Said they ain't had rain in weeks around oh. here. What? Yep. Using that back there. Oh, das Moonshine? Dauert ewig. Burns faster than kerosene, that stuff. Said it'd be fitting, she did. Not I thinking it's hell about toy fitting my boot up your hook. Hör mir den Pferd davon dran. Jose really picked the right fella for tea at the manor, didn't he? Können nicht quer hier hoch? Musst du doch gehen, oder? Da ist eine Straße. I hate rich folks. There really better be some bloody money at the end of all this. Jose knows what he's doing. Genau, da war der Zaun und da war die Lücke, genau. Den Weg hatte ich schon mal genommen. So far we've destroyed the Braithwaite still. Tried to sell the shine back to them. Now we're on this fool's errand, which I'm very much looking forward to, by the way. Mm-hmm. They were saying old man Gray's double security after that business at the saloon. So, we're just gonna drive on in there, is that it? Don't worry, I got a plan. Wagons go in and out of there all the time with supplies, equipment, payroll.
Especially now they're taking all that extra muscle. We're making a delivery. That's all. Just leave it to me. I can talk a dog off a meat wagon. Ja, also reden kann Sean garantiert. Bin ich mir sicher, das passt schon. Vor allem, die sind so nah beieinander, ne? Also relativ nah. Da braucht die echt mich. Kann die das nicht selber machen? Na gut, die ist ein bisschen alt schon. Aber den, der ihre Söhne, die sind das so. Achso. Ich dachte, ich soll anhalten. Ich hab gesagt, warte mal kurz. Mann, ich war gerade so schön im Flow. Oh, was denn jetzt? Oh, wir verstecken uns. Ah, es war ordentlich hinsetzen. So, gut rechnen. Kopfhörer und jetzt kann es losgehen. Überfall. Tippe auf V, um die Perspektive zu ändern. Der. Das brauche ich nicht sehen, oder? Okay, jetzt hat Sean hier das Sagen. Sehen wir? Ja, da sind wir. Super. Ach, immer diese langweiligen Fahrten dann. Ja, ja, alles gut. Hallo, guten Tag. Ich bin Ron Weasley auf der Durchfahrt. What you want, boy? There was a thing at the saloon. What you talking about? Well, I'm delivering the supplies. You're not the usual driver. You want a bottle, friend? Here. Have a wee drop. Sehr gut. I'm new. I mean you no harm. I've come from Donegal in Ireland. You don't say. Yeah. They said you'd understand some kind of incident at the saloon in town. Uh-huh. I was told to bring this up here. Ask no questions, Vorsicht, I'll tell Vorsicht. You no lies. Sort of business. Was will der denn jetzt? Before the officials got there, okay. They said. Okay. Drive this way. I'll show you how to get there. Oh, thank you, okay. Friend. Have a drink, Sean. Sehr schön. Den machen wir jetzt besoffen. Wow. Hamish. Hamish. Good to meet you, Hamish. Mm. Schön. Fine bit of country you've got here. Not as fine as Connemara, but fine nonetheless. My people come from Scotland. Is that right? Then you and I are nearly brothers. Ja, so ziemlich. Warum sollte ich die Perspektive ändern? Weiß nicht warum. Kann man just nur over sehen. Here. Yeah, straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Uh-huh. Yeah, and they said they was looking for more drivers in town. I jumped at the chance. I never been a feller to kick a bit of honest work out of bed. So, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. Bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood. Was? Nein, kann ich sein. Oh dear, I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the half of it. Just in there. Okay. Yeah, right there. Sehr schön. Das eine Pferd sieht ja fast gar nichts. Kein Wunder, dass wir so langsam waren. Und jetzt? You can unload it here. In here? Oh, the horse is like a swift one, do they? Excuse me? Nothing. It's grand. Und jetzt? Ah, okay. Quite a place you boys have got here. Reminds me of one of them big houses out in Donegal. Real fancy places they was, Hamish. Real wonderful. Fancy, because if some folks got all the money, they can build quite the fanciest places imaginable, eh? Mm. Well, the average man sups on shite, yeah? Na komm. Yeah. Okay, yeah. Ich dachte, ich muss das machen. Come on, Arthur. What are you playing at? I was enjoying the monologue. I'm glad I'm not your brother. Where? Uh-huh. Let's get on with this. I'm not the one who was dawdling.
Sollte man den vielleicht verstecken? Meine Rede. Okay, krass. How you getting on? Good. Nearly got these things ready. Molotov-Cocktails, okay. So wie es aussieht, ne? Krass. Da ist noch jemand. There's plenty of guards out there. Ja. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. Okay. We coat everything in moonshine, and then we light things up with these little fellas here. Thankfully, it ain't rained. And that old barn over there should go up like a torch. Aber die haben Pferde. Any of these boys you think you need? They should do it. Let's head out the back. Look, once they get wind of us, there'll be no turning back, so move quickly. Of course. I'm rebel stock, boy. I was bar burning down manor houses. We'll burn quietly. So, wo darf ich denn hin? There's someone coming on the left. Ja. Oh ja, da kommt einer. Schneller. Oh, hey. Well, I thought the wagon already arrived. This one didn't. Strange. So, what you got there? Tools, payroll. Okay. Drop it by the supply shed in the back of the fields. Sure. See you later. Yeah. You hear that? Payroll. Yeah. Let's get this job done first, okay? Just let me deal with our friend here. Okay. Dann mach mal. Da muss ich ja nicht dabei sein. Sehr gut. One. You douse the fields. I'll meet you at the barn. Okay. Try to stay out of trouble. Sehr schön. So. Da ist eine Wache. Kann ich den ausschalten? Okay, da geht weiter. Was, wenn ich den ausschalte? Denn der gefällt mir nicht, wenn der hier steht. It's gonna be a long night. Kann ich den ausschalten? Oh mein Gott! War das knapp. Sehr gut. Feld Nummer 1. Komm schon. Wie viel denn noch? Okay. Next. Das war knapp. So, schnell hier rüber. Schön, schön. Das war echt knapp. Okay. Should be enough for here. Ja, sehr gut. Schön leise. Anscheinend muss ich mich halt echt um die rumschleichen. Der wird jetzt gleich hoffentlich sich wieder umdrehen. Und dann kann ich da rüber. Hoffentlich, ja. Sehr gut. Okay, komm, schnell. Sehr gut, sehr gut. Wir trinken Tabakfelder mit ein bisschen Schnaps. That should do it. Werden hoffentlich nicht erwischt. Ja. That's good for here. Unten bleiben. Okay, wer schaut jetzt wohin? Der schaut direkt in meine Richtung. Okay, ich muss halt darüber. Ja, das sollte aber funktionieren. Ja, komm schnell. Ach, sehr gut. Sehr gut, das hat geklappt.
Alles schön trinken. Gerösteter Tabak, gerösteter Tabak. Sehr gut. So macht man das. Okay. Triff dich mit Sean an der Scheune. Sean und Scheune, ne? Ist das Sean? Ja. Er macht das schon, ne? Ja. Sehr gut. I'm gonna douse this too. Was? Oh, wow. Moment, den können wir doch vorher plündern. Okay. Brandsatz nehmen. Und jetzt da reinwerfen. After you, sir. Would you look at that? Yeah. Now let's burn those bloody fields to the ground. Okay. You ain't leaving here. We'll deal with these fellas. You keep burning. Somebody shoot them already. Was mache ich? I'll kill you, son of a bitch. I got the right head. Yeah. You pay for this. Got some horses from the stables. Come on. Okay. Not right now. We got company. Look out. Wo? Da vorne. Come on! Okay. Von da scheinen auch welche zu kommen. Ich sehe noch keinen. Wo sind die denn? Stay with me! Mir nah, okay. Das ist Sean, okay. Einen schlechten Schutz ausgesucht. Und redet gar keinen. Ja, das war das Problem. Ich wusste nicht, wo die kamen, aber die kamen dann von dort. Das heißt, wenn ich jetzt den Kontrollpunkt neu starte. Okay. Dann habe ich ja jetzt einen super Platz. Ich sollte halt die Felder erstmal weiter anzünden. Komm. They seem to be taking it well. This is a goddamn mess. Bam. Look out! There's more of them! Huhuhu! Ich höre da gar nichts an, ne? Na, los! Lade nach. Ist er jetzt schon bei den Pferden, oder was? Okay. Komm schon. Ich muss sie da erstmal ausschalten, oder? Bam. Bam. Wer ist jetzt sauer? Der da. Okay. Now those horses are bolt. Ja. Ist doch toll, ne? Bastard. Ich sehe dort keinen. They didn't tell you okay. There'd be an army of them. They didn't tell me nothing. Sehr schön. Na dann. That supply wagon that came in had horses. Oh, jo. Go on then, lead the way. More guys coming in. Okay, nachladen, nachladen, nachladen. Ich würde gerne die Nachladegeschwindigkeit verbessern. Let's go. Come on. Okay. Jesus. There's more of them. Jesus. Okay. Na da? Ja, man muss erst mal schauen. Ich würde jetzt wirklich stehen, ne? Hosea better get us paid real well. Bloody right. Oh. Komm schon. I want them dead. Now. Ja, natürlich. Stay with me. This is what it's all about. Ah, da. Okay, sehr gut. Soweit so gut. Na, schade, ich kann ihn nicht plündern. Ah, okay. Ah, cool. Na dann. Pferd. Well, let's see if the payroll is actually in there. Untersuchen.
Ach so, okay. Oh boy, we did good, Morgan. We did good. Na dann. Hey, but let's go. Fliehen. Look here, you get them horses free, Marker. Ja, hab ich. Okay, das Pferd ist da. Warte auf Sean. Okay, let's get the hell out of here. Der hat Spaß. Na dann, auf geht's. Durch die brennenden Felder flüchten wir jetzt. Wunderbar. Haben wir doch gut geschafft, oder? Ja. Das Problem ist, das ist nicht mein Pferd. Mein Pferd ist gewohnt, dass ich hier immer mal schieße, ne? Aber das wahrscheinlich nicht. Aber gut, Sean, der ist ein super Schütze. Mhm. Okay. Dann schnell raus und schnell weg. Würde ich mal sagen. Super. Haben wir geschafft. Jesus, that turned into a real party. Echt mal. You call that a party? That Braithwaite had got a money's worth, darling. Let's just get out of here first. Echt mal. Erstmal raus hier und dann ist gut. Sehr, sehr gut. Okay, es kommt noch keiner uns nach. Das lief besser als manch anderer Überfall. I think we lost them. Perfekt. Yeah, we did. Quite a night. Mhm. Sure. Interesting little fight Dutch has put us into the middle of here. Schön. Na dann. Him and Jose are writing that there's some money at the end. Ja, hoffen wir mal. Well, what now? Head on back to camp. Ja. You coming? Ja. Sure. Ja, sehr schön. Und da haben wir die Sequenz zurück zum Lager. Das heißt, wir müssen nicht selber reiten. Ist doch perfekt. Leute, ich warte mal kurz ab, was jetzt hier, ob jetzt im Lager noch irgendwas kommt, ob die Mission zu Ende ist. Boah, krass. Es brennt alles. Es ist echt heftig. Aber vor allem, wenn man sich jetzt mal in die Familie reinversetzt, ne, das ist das, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Ist schon krass. Aber gut, das ist der Wilde Westen. Was erwartet man, ne? So, da sind wir zurück im Lager. Here we are. Home, sweet home. Oh ja. You let Jose know how we got on. Will do. Okay. You got any tobacco? Woohoo. I'm busting for the smoke. Coole Sache. So. Pferd anbinden. Na gut, ach ja, ist ja gar nicht unser Pferd. Freunde, vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Mir hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spielepartys. Mit mir ist Maxi. Bis dahin, Freunde. Macht's gut und tschüss.